Oh, Seidenschnabel ist frei. Juhu. Wir müssen Sirius noch befreien. Der arme Kerl. Sonst wird er vom Dementor geküsst. Und nicht alle Küsse sind schön. Oh, du lädst aber lange heute. Warum lädst du so lange? Naja, damit wir uns länger noch diese grüne Flüssigkeit da angucken können, die da aus dem Kessel kommt. Ah, juhu. Zeitumkehrer freigeschaltet. Sehr schön. Und Seidenschnabel ist jetzt einfach hier und das stört auch keinen. Wie komme ich da hoch? Ich will das haben, was da oben ist. Waren hier nicht mal Besen? Ich weiß es nicht, ob hier Besen waren. Ah, ihr habt da noch eine Truhe, Freunde. Gebt ihr mir die wohl, freundlicherweise. Das wäre sehr nett. Ah, Teile. Ach, Seidenschnabel, ich kann auch auf dir fliegen? Eh, nein! Ich wollte die Geschichte nicht weiter... Nein. Ach, wie ich das liebe. Ich wollte eigentlich auf Seidenschnabel da hochfliegen und mir das Teil holen. Och, Menno. Oh Gott, Dementoren! Nein! Lasst uns in Ruhe! Ja, genau. Richtig. Und ihr landet dann auf den Dachpfannen und ist alles okay. Der dunkle Turm. Gut, ich bin begeistert. Muss das sein, dass ich das wieder mache hier? Gott, du hast da wieder einen Schüler in Gefahr. Aber das ärgert mich gerade wieder richtig, ne? Dass ich wieder auf Seidenschnabel gestiegen bin, anstatt, ja. Es ist sehr ärgerlich. Nur ich dachte halt, ich könnte das irgendwie benutzen. Ah, dafür gibt's ein Gryffindor-Wappen. Das habe ich jetzt auch verstanden. Dass man, sich beeilen sollte. Lass mich los. Ich habe den Zauber noch nicht ausgewählt. Nein! Eigentlich solltest du... vorher. Verschwinde. So. Weil diese roten Punkte müssten bedeuten, dass ich dafür auch rote, ich meine, ein Gryffindor-Wappen kriege. Oh Mann. So, nochmal anzaubern. Genau. Das habe ich jetzt soweit schon verstanden. Ah, hier kann ich noch was schweben lassen. Das ist schön. Dann lassen wir etwas schweben. Ach. Kannst du das wieder nicht selber, liebe Hake? Muss ich dich wieder steuern? Und dahinter wartet schon ein Dementor darauf, uns zu verspeisen. Ich bin nicht erfreut. Ja, komm, mach das kaputt. Mach das ein bisschen schneller kaputt. Danke. So. Gib mir die Münzen. So, und jetzt hätte ich gerne sehr schnell diesen Zauber da und tschüss. Du kannst nichts fliehen, du kannst nichts tun. Ich werde dich trotzdem töten. Oh, mal gucken, vielleicht kriege ich dann wenigstens nochmal ein Wappen zusammen. Weil das scheint ja jetzt wieder die Final halt, Münzen, die finale Mission zu sein. Da ist so ein komisches Teil. Kriegen wir keine Punkte für, sehr schade. Da kommen wir wieder nicht rein. Ich will da aber runter. Ich will den Schüler in Gefahr befreien. Naja, vielleicht komme ich da ja noch irgendwie runter. Das wäre auf jeden Fall schön. Münzen. Aber ich werde diese Tür wieder nicht aufkriegen. Naja, vielleicht kriege ich sie ja doch irgendwie auf. Na komm. Ich wollte gerade sagen, wie hoch kann diese Blume eigentlich werden? So. Mach Licht an und dann ist gut. So. Ah. So, 4 von 5. Bin begeistert. So, dass wir nichts vergessen hier. Weil sonst hau ich mir wieder selber auf den Popo. So. Ah. Hier sind wieder so komische Wachsteile, die man wachsen lassen könnte. Wenn sie denn wollen würden. Aber sie wollen nicht. Das ist schade. Ich hätte diese Dinger gerne benutzt. Nö, ich kann hier nichts tun. Kann ich vielleicht damit was tun? Nein. Außer da. Das wollte ich nicht. So. Das wollte ich. Oh
Gott, da rechts oben komme ich bestimmt auch hoch. Aber wie? Mit der Bank vielleicht? Hermine, zauber mich mal hoch. Ach nee, damit. Ah, danke. Muss man auch erstmal wissen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da weitergeht. Und ich weiß nicht, ob ich das will. Und wie kriege ich die Münzen? Ach so. Okay. Ja, und da komme ich auf jeden Fall nicht rein, ne? Hermine, kannst du was, was Harry nicht kann? Was der Harry nicht kann? Nö. Ja, sorry, Harry. Ich kann auch nichts dafür, dass du nichts kannst. Oh, noch ein Blümchen. Jetzt möchte ich hier einfach nur hoch. Können wir die Kleinen noch kaputt machen? Ach, nee. Interessant. Naja, sehr gefährlich hier. Gib mir mal die eine Münze da noch. Hermine, ich will nur die Münze haben. Naja, funktioniert anscheinend nicht. Schade. Sehr schade. Aber okay. Und den Schüler in Gefahr hätte ich eigentlich auch ganz gerne befreit. Also ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich sehr schade. Schade, Harry, tust du ja nichts, ne? Oh Gott. Ach, Hermine hat den Zauber gar nicht. Ja gut. Dann bekämpfen wir jetzt ein paar Dementoren. Nein, nein, mach Zauber, Zauber. Geh kaputt und lass Hermine in Ruhe. Ist meine Freundin. Such dir eine eigene. Entschuldigung, Hermine. Gott, hier ist es ja rutschig. Warum machst du das schon wieder nicht? Ah, ich wollte gerade sagen. Weil ich will mein Wappen haben. Da bestehe ich drauf. Das müsste... Okay, ich habe falsch gelegen. Also haben die... Die Dinger doch nichts damit zu tun, die Farben. Weil ich hätte jetzt echt drauf gewettet, dass Rot halt Gryffindor-Wappen bedeutet. Aber okay. Was soll's? Was soll es denn? Ach, hier liegen auch noch Münzen, die ich nicht gesehen habe. Auch gut. So, zauber mal alles zusammen hier. Und was können wir damit schon wieder machen? Ach, wir haben noch so ein Teil gemacht. Gut. Sehr schön. Dreh dich mal und flemm mich nicht mit ab. Du hast Harry gerade den Kopf abgeflemmt. Harry hat auch Gefühle, auch wenn er nicht so aussieht. Ja, ja, das macht Sinn, dass man in die Bereiche öfter rein kann. Jetzt habe ich das dann auch verstanden. Aber, naja. Ich finde es halt irgendwie, wie gesagt, unnötig, weil man lernt ja dann noch mehr Zauber und dann kann man in die Bereiche nochmal rein. Aber ich habe doch beschlossen, ich werde euch das doch nicht zeigen, weil ich finde das irgendwie Quatsch. Weil das ist ja dann nochmal die ganze Geschichte. Ne? Und nur wegen den Wappen und ja, das finde ich irgendwie blöd. Weil ich meine, mir geht es in den Spielen, die ich spiele, eigentlich eh immer nur um die Geschichte. Ah, wieder eine Schlange. Kannst du was für uns tun? Nein? Du gibst nur Münzen? Oh! Kann man ja versterben. ja, auch gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man da versterben kann, aber okay. Ach, da kommt immer wieder ein neues Spinnennetz. Ich dachte schon. Ja. Oh Gott. Ja, das muss ja bestimmt auf die andere Seite, nicht? So. Bestimmt muss das dahin. Weil da ist ein pinkes Teil, das heißt, das kommt doch darauf. Du Wichtel, was tust du da oben? Hast du dich verirrt oder was? Du hast keine Funktion. Ja, ihr habt euch anscheinend verirrt. Das sind die immer wiederkehrenden Wichtel. Ey. Oh, nicht doch. Lass das doch einfach. Nein, Licht, bitte. Danke. Ey. Oh. Das gibt's doch nicht. Wenn da immer wieder ein neuer kommt, das geht doch gar nicht. Stirb einfach. Und dann bleib weg. Kommt jetzt wieder ein neuer? Ja. Na gut, dann werde ich das wohl von der anderen Seite machen müssen, wa? Naja gut, machen wir das von da. Gut, mein Teil ist sicher, was ich gemacht habe. Was kann ich? Kann ich dich? Ja. Gut. Was bringt mir das jetzt? Ah. Kriege ich das nochmal wieder, das Teil? Nee, anscheinend nicht. Das ist schlecht. Ach so. Nein!
Harry Potter. Du hast auch Todessehnsucht, oder? Gott, ich hasse das. Ich hasse das. Nein! Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass ich mich hier gerade so dämlich anstelle. Lässt du mich durch, oder? Danke. Na, mein Teil ist auch schon wieder weg. Ist es nicht herrlich? Ah, danke. Ich krieg's ja sogar passend wieder. Bin begeistert. Oh Mann, das ist doch krank, was die sich hier mal wieder ausgedacht haben. So, Harry, jetzt pass auf, oder beziehungsweise ich sollte aufpassen. Wichtel, lass mich einfach in Ruhe. Ich habe auch noch was anderes zu tun, außer mich mit dir zu beschäftigen. Hermine, möchtest du da hinten bei dem Wichtel bleiben, oder wie darf ich das verstehen? Da war noch ein Spinnennetz, was du vergessen hast, Mr. Potter. Wo schmeißt ihr mir die Münzen hin? Gar keine? Nö. War irgendwie klar, dass ihr mir keine Münzen gebt. Ist klar. Und dann müssen wir wieder auf die andere Seite. Ihr spinnt doch. Ihr habt doch echt einen Lattenschein. Gott, ey. Ich traue mich hier gar nicht zu laufen. Ich habe Angst, dass ich hier wieder runterfalle. Das ist doch so gemein. Jetzt weiß ich auch, warum Hermine da gewartet hat. Ich dachte, die hätte sich in den Wichtel verliebt, aber da lag ich wohl falsch. Gott, ey, dass die Schüler einfach immer so auf diese Konstruktionen da vertrauen, die sie da bauen. Hermine, du bist tot. Warum bist du tot? Du bist schon wieder tot. Was ist los mit dir, Hermine? Möchtest du nochmal sterben? Und das Spiel hängt schon wieder. Warum? Ich spiele noch gar nicht so lange. Aha. Ja, was habe ich jetzt davon? Ja, mit den Kisten kann ich auch nichts anfangen, ne. Das ist wirklich sehr schade, dass sie das so gemacht haben. Also ich persönlich finde es schade.